Liebe Freunde, diesen Schabbat lesen wir die Parsha Va'etchanan. In diesem Wochenabschnitt sind die 10 Gebote und unser zentrales Glaubensbekenntnis Schma Yisrael an der Reihe. Das erste Gebot der 10 Gebote deutet auf unsere Überzeugung hin, dass Gott eins ist. Wir sind stolz darauf, dass wir den Monotheismus als die ersten eingeführt haben. Was ist der große Vorteil des Monotheismus und was lehrt dieser in unserem modernen Zeitalter? Der Glauben an einen Gott geht davon aus, dass alles von einem zentralen Punkt heraus geschaffen wurde. Dieses erklärt, wieso alles im Universum miteinander zusammenhängt. Wissenschaftler gelangen immer mehr zur Erkenntnis, dass ein enormer Zusammenhang zwischen allerlei Natur, physiologischen, soziologischen, physiologischen und anderweitigen Gesetzen besteht. Göttervielfalt setzt voraus, dass jedes Geschehen oder Phänomen seinen eigenen Gott hat. Wir gehen davon aus, dass alles aus einem zentralen Plan erschaffen und gesteuert wurde und wird. Die Einheit Gottes, so wie diese im Schma Yisrael niedergeschrieben wurde, hat viele Bedeutungen. Erstens, das Credo des Judentums, Schma Yisrael, hör Israel, Hashem ist unser Gott, Hashem ist einzig, hat eine universelle Bedeutung. Wir sind kein Stammesgottesdienst. Unser Glaube ist für die gesamte Welt bestimmt. Dieser Vers, Schma Yisrael, bedeutet im Grunde, höre Israel, Gott, der jetzt nur noch unser Gott ist, wird irgendwann ein sein für die gesamte Welt. Zweitens, mit dem Bekenntnis zum Einssein Gottes nehmen wir Gottes absolute Herrschaft an. Jeder Aspekt unseres Daseins ist seinem Willen unterworfen. Drittens, manche lesen, du Israel sollst wissen, dass Hashem, unser Gott, der einzige Gott ist. Viertens, andere lesen es als ein Glaubensbekenntnis. Nur Hashem allein ist unser Gott und wir haben keine Götter neben ihm. Hashem ist eins, nur ihm dürfen wir dienen. Fünftens, unterschiedliche Buchstaben im Schma Yisrael sind groß geschrieben und bilden zusammen das Wort Eid, Zeuge, ein Dalet, da wir mit dem Aussprechen des Schma die Einheit Gottes bezeugen. Liebe Freunde, wir sind die Zeugen von Hashem. Shabbat Shalom.